Verena Kehrt erklärt, wieso sie sich mit einer öffentlichen Stellungnahme zurückhält. Nachdem Marc bereits zum zweiten Mal mit einem blauen Auge gesichtet wurde, brodelte die Gerüchteküche sofort. Steckte etwa ein Streit zwischen dem Sänger und seiner Verlobten dahinter? Die Radiomoderatorin hielt sich bisher bedeckt zu den Spekulationen. Nun spricht sie die Medienberichte jedoch direkt an. Da so viele Fragen, warum sage ich nichts zur aktuellen Situation? Warum äußere ich mich nicht? Warum rechtfertige ich mich nicht? Das hat ganz allein die Bewandtnis, dass ich all diesen Leuten, die momentan so viele Unwahrheiten verbreiten, absolut keine Plattform mehr bieten möchte, betonte die 41-Jährige. Indem sie zu den Schlagzeilen schweige, würden diese an Gewicht verlieren. Die versuchen Presse zu bekommen, deswegen gibt es da von mir keinen Kommentar dazu, stellte die Blondine klar.